Drei Südtiroler Derby stand am 25. Spieltag in der heimischen Fußball-Oberliga auf dem Programm. Als sich der Bozen FC und Eppern 1:1 unentschieden trennten, endeten die beiden anderen Duelle mit klaren Heimsiegen. St. Georgen setzte sich gegen St. Martin mit 3:1 Toren durch und der Held des Tages war wie schon im Hinspiel Martin Ritsch. Der 26-Jährige aus Milland traf gleich dreimal für den Tabellenfünften und entschied fast im Alleingang dieses Match. Den Ehrentreffer von St. Martin schoss Daniel Landtaler 10 Minuten vor Spielende. Die erste Halbzeit war ganz komisch, haben wir gegen Wind gespielt, haben wir nicht das gespielt, was wir kennen. Chancen ganz wenig, in Anfang viele Chancen zugelassen. Mit Glück haben sie noch in die Halbzeit gegangen. Die zweite Halbzeit ist ja wie ein besser gegangen und im Ganzen gesehen, denke ich, haben wir schon verdient den Sieg heimgetan. 4 Treffer in St. Georgen, gleich 7 in Brixen, wo sich die Mannschaft von Trainer Sebastiani gegen Weinstraße Süd mit 5:2 Toren behaupten konnte. Luca Cosalvo erzielte schon in der dritten Minute das 1:0 für die Hausherren. Dann drehte noch vor der Pause Mauro Vasile und Fabio Zadra die Partie zugunsten der Unterlandler. In der zweiten Halbzeit glich Consalvo zuerst zum 2:2 aus und entschieden wurde das Spiel in der letzten Minute, als Brixen mit 3 Toren von Tessaro Poslina und Armin Blasbichler auf 5:2 davonzog. Hier noch alle Ergebnisse der 25. Runde. Arntal verliert auswärts in Romano 1:2. Obermais gewinnt in Ala 3:0 und verteidigt den dritten Tabellenplatz. Tabellenführer Trient schlägt Arcot 3:1. Naturns feiert mit dem neuen Trainer Gustl Grünfelder den ersten Sieg im neuen Kalenderjahr und bezwingt Calcio Chiese 2:1. Und Tramin bezwingt Lavis 4:3. In der Tabelle führt Trient mit 70 Zählern. Vor dem Bozner FC mit 56 Punkten und Obermais mit 49. Fast schon zum Abstieg verurteilt sind Weinstraße Süd, Eppan und Alense, die drei letzten in der Rangliste.